großen Problem. Habt ihr schon mal, also jeder hat ja sicherlich schon mal eine Bauchtänzerin gesehen. Anmutig und schön, aber dann stellt sich natürlich die Frage, was macht eine Bauchtänzerin, wenn sie 80, 85 ist? Gibt es dann eine Bauchtanzrente? Und ich hatte mal eine Nachbarin, die hat mich immer so komisch angetanzt und ich habe mich immer gewundert, also eine ältere Dame. Und auf einmal hat sie mich reingeholt zum Kaffee trinken und dann hat sie mir ihre Bilder gezeigt. Und sie hieß, oder heißt Fatima, und sie ist wirklich die schönste Bauchtänzerin der Welt gewesen. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Und jetzt eine kurze Geschichte von Fatima, der schönsten Bauchtänzerin aller Zeiten. Yeah.
Dankeschön. Oh, jetzt haben wir schon ganz schön weit unterwegs.